Hey und willkommen zu diesem neuen Video. Ihr habt jetzt ein neues iPhone 13 oder 13 Pro und seid jetzt auf der Suche nach ein paar coolen Gadgets, ja, dann seid ihr hier richtig. Denn ich habe ein bisschen was vorbereitet und eins von diesen Gadgets kann ich tatsächlich an euch verlosen. Schreibt mir dazu einfach unten in der Videobeschreibung. Aber was das genau ist, das erfahrt ihr gleich nach dem Intro. Also los geht's! Fangen wir mit ein paar Produkten von ESR an. Mittlerweile ist ESR eine sehr bekannte Firma, denn Qualität setzt sich nun mal durch. Im Moment könnt ihr bei ESR noch ein iPhone 13 gewinnen, also checkt gerne auch die Videobeschreibung. Bei ESR gibt es extrem hochwertige iPhone-Hüllen, die mehr können als nur euer iPhone schützen. Unter anderem gibt es die Halo Lock Technologie. Das unterstützt MagSafe, aber hält einfach nochmal deutlich kräftiger. Fangen wir damit an. Das ist der Halo Lock 2-in-1 Watch. Im Prinzip ein Trio Wireless Charger. Damit kann man prima mehrere Geräte aufladen. Und zwar das iPhone, gleichzeitig noch die AirPods und die Apple Watch. Das alles funktioniert auch gleichzeitig. Schön ist auch, dass alles in mattem Schwarz ist. Außerdem ist das auch modular, denn auf der linken Seite könnt ihr ganz einfach alles mit USB anschließen. Vorgesehen ist natürlich das dafür, dass man die Halterung für die Apple Watch einfügt. Es wird kein Ladekabel für die Watch mitgeliefert, also muss man das eigene einfach hier durchfädeln und mit USB verbinden und schon funktioniert alles prima. Als nächstes gibt es den Halo Lock Kickstand. Das ist so ziemlich der kleinste Wireless Charger und Halterung gleichzeitig. Der Kickstand ist gerade so groß, dass MagSafe funktioniert, aber der Clou ist dieser USB-C-Anschluss. Dadurch kann man ihn als normalen Wireless Charger nutzen und hat jetzt jederzeit eine kleine Halterung mit dabei. Außerdem habe ich noch einen Gutschein für euch, denn mit diesem Code hier, ich verlinke es euch natürlich gerne auch in der Videobeschreibung, damit könnt ihr tatsächlich 10% Rabatt bekommen bei Amazon unter ESR-Produkten. Checkt dazu einfach mal die Videobeschreibung aus, aber dann schauen wir uns auch mal ein paar andere Gadgets an. Aber wenn ihr es etwas eleganter haben möchtet, solltet ihr unbedingt die neuen Hüllen von Mujo anschauen. Das sind mit Abstand die hochwertigsten iPhone-Hüllen, die ich je hatte. Alles aus echtem Leder und ich nutze die auch schon bei früheren iPhones. Mujo hat mir nicht nur das braune und schwarze Case für meine iPhones geschickt, sondern auch ein blaues für das iPhone 13 Pro Max. Das habe ich gar nicht, also darf ich es an euch verlosen. Schreibt mir einfach gerne, wer von euch ein iPhone 13 Pro Max hat und dann wähle ich euch in den Kommentaren aus. Falls ihr ein kleineres, dezentes Ladegerät mit viel Power benötigt, dann schaut euch mal das hier an. Spigen hat eines der kleinsten Ladegeräte, die ich je gesehen habe und bietet dennoch 20 Watt. Das ist eine Menge Power und lädt euer iPhone viel schneller als jedes andere Apple-Ladegerät. Hier könnt ihr euch auch den Arc Field Wireless Charger anschließen. Damit habt ihr ein günstiges, aber besseres MagSafe Ladegerät. Ich nutze das seit 2 Monaten bereits bei mir und bei mir kam bisher noch nie ein einziger Kratzer auf die Hülle. Spigen macht hier einfach hervorragende Arbeit. Das iPhone 13 Pro hat ja bekanntlich das tolle 120 Hz Display. Also falls ihr auch mal eine Runde zocken wollt, schaut euch mal den GameSir F7 Claw an. Das ist ein Controller, den ihr an jedes iPhone oder iPad klemmen könnt, funktioniert auch auf anderen Geräten, denn ihr benötigt keine App. Man muss hier beim Hinklemmen einfach für das Spiel die Tasten richtig positionieren und schon gibt es ein ganz anderes Gaming-Gefühl. Das hier ist der Vodafone Curve Bike Tracker. Der benötigt für die Verbindung aber das iPhone und die Vodafone Smart App. Er besteht aus 2 Teilen. Erst wird der Curve Bike Tracker mit einer Sicherheitsschraube angeschraubt, dann wird die GPS-Einheit befestigt. Es ist also gedacht, dass der GPS-Tracker immer am Fahrrad bleibt und wenn etwas am Fahrrad manipuliert wird, bekommt man sofort auf das iPhone eine Benachrichtigung, eine SMS oder sogar einen Anruf. Außerdem werden nun alle eure Fahrten getrackt und ihr könnt das Ganze live in der App nachverfolgen. Und das soll es eigentlich auch schon wieder gewesen sein. Ich habe versucht, eine ganze Mischung zu finden zwischen coolen und extravaganten Gadgets und ein paar normalen Sachen, weil die Hüllen finde ich besonders sehr super wichtig. Aber schreibt mir doch gerne, welches euer Lieblingsgadget ist. Und dann sage ich wieder vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Bis dahin. See you.